Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Building on a Budget. Und ja, ich habe euch was mitgebracht. War ja Platz 2 in der Abstimmung und zwar das Building on a Budget Modern Meerfolk. Das ist ein bisschen teurer, seht ihr am Ende natürlich in der Bewertung. Aber Modern ist halt ein unglaublich teures Format und im Vergleich zu anderen Modern Decks ist das da schon ziemlich billig, weil wir halt einfarbig sind. Ihr seht die Mana Base spontan direkt in der Deckliste links sind nur Inseln. Kann man natürlich verändern. Ich persönlich würde es machen. Es gibt immer große Diskussionen darum. Aber ich erkläre euch das einfach mal am Ende und zeige euch einfach mal die Kernkarten. Fangen wir mit den Meerfolk-Kreaturen an. Als allererstes, One-Drop, ein Mana, Curse Catcher für 1-1-1. Man kann ihn opfern, um einen Instant- oder Sorcery-Spell, also Spontanzauber oder Hexereizauber, zu countern, es sei denn, der Besitzer bezahlt 1. Ist super. Der macht am Ende zwar viel Schaden, weil wir haben unglaublich viele Lord-Effekte. Meerfolk ist das Volk, was die meisten Lords spielt, tatsächlich mehr als Elfen oder Goblins. Ist einfach unglaublich viele Lord-Effekte. Dann ist er natürlich ziemlich stark, durchaus 4-4 aufwärts. Ist mir schon mehrmals passiert. Aber er setzt den Gegner nicht unter Druck, aber er hindert den Gegner daran, manchmal Sachen zu spielen. Also um seine Spells sicher durchzukriegen, wartet er dann eine Runde länger, wenn es wichtige Spells sind. Also es ist auf jeden Fall lustig, den Gegner damit, was heißt lustig, es ist einfach gut, den Gegner damit so ein bisschen auf Trab zu halten. Und wir brauchen auf jeden Fall einen First Drop. Wir haben natürlich noch ein Artefakt später, aber Curse Catcher auf jeden Fall eine Karte, die gespielt werden muss. Ja, dann wie gesagt, das Deck mit den meisten Lords, 16 an der Zahl. Lord-Effekte sollten ja mittlerweile bekannt sein, wenn ihr hier die Videos verfolgt. Das sind Kreaturen, die alle anderen Kreaturen eines bestimmten Tribes oder Stammes, in dem Fall Meerfolk, eben +1/+1 geben und dann noch einen kleinen Zusatzeffekt in der Regel. Ja, wir haben 4x Lord of Atlantis, 4x Master of Pearl Trident, sind eigentlich dieselben Kreaturen, kosten jeweils doppelt blau, haben 2/2 und geben alle anderen Meerfolks +1/+1 und Inseltarnung. Inseltarnung ist super, viele Decks im Modern spielen auch blau. Dann sind die, wenn da eine Insel dabei ist, was ja in der Regel ist, sind eure Meerfolks auch noch unblockbar. Das ist richtig stark. Den 8-mal zu spielen, Lord für 2 Mana, richtig gute Karte. Dann noch ein Lord für 3 Mana, Marrow Regirei für, wie gesagt, 3 Mana, 2/2. Alle anderen Meerfolks kriegen wieder +1/+1. Und dann, wenn wir einen Meerfolk-Zauberspruch spielen, dürfen wir einen Permanent tappen oder End tappen. Das ist natürlich lustig. Wenn der Gegner auch viele Kreaturen spielt, können wir bei uns eine starke Kreatur End tappen, um dann halt im nächsten Zug blocken zu können, nachdem wir angegriffen haben. Oder, wenn wir eh angreifen wollen und wir spielen dann noch was, können wir dem Gegner einen wichtigen Blocker wegtappen. Das ist natürlich auch richtig, richtig gut, weil, ja, können wir unblockt angreifen, falls wir nicht zufällig die Inseltarnung halt am Start haben. Auch ein super Lord-Effekt. Dann halt, ja, die nächsten Lords. Lord, was ist das dann? 13 bis 16. Phantasmal Image, auch 4-mal für 2 Mana 0-0. Können wir als Kopie irgendeiner Kreatur auf dem Spielfeld ins Spielfeld ins Spiel kommen lassen, hat zusätzlich noch den typischen Illusionen-Effekt. Wenn sie Ziel von, einem Zauber oder einer Fähigkeit wird, müssen wir es opfern. Trotzdem super Ding, also eigentlich das schlechteste Waffe, was wir machen können, ist einen Lord zu kopieren. Wenn der Gegner irgendwas Fettes hat, können wir auch das kopieren. Haben wir da selber was von? Auf jeden Fall super Karte, muss auf jeden Fall gespielt werden. Dann der Coral Helm Commander für 2 Mana, einfach ein 2/2er Mehrerfolg. Können wir auch, wenn wir ihn einmal hochleveln, also wenn wir einmal einen Mana bezahlen, ist er sofort 3/3 fliegend. Also hat auf jeden Fall eine Form von Evasion. Das ist schon mal gut. Und ganz am Ende habe ich auch schon öfters gemacht. Ich habe das Deck natürlich ausgiebig für euch getestet. Kann man ihn auch einfach 4-mal hochleveln. Dann ist er 4/4 fliegend und hat halt wieder den Lord-Effekt. Also quasi der 20. Lord, kann man sagen. Aber das passiert nicht so oft, also eher nicht so wichtig. Dann der Silvergill Adept, auch für 2 Mana, 2/1. Wenn wir ihn spielen, müssen wir zusätzlich eine Mehrfolgkarte von der Hand vorzeigen oder 3 Mana mehr bezahlen. In der Regel bei 28 Kreaturen, 24 Mehrfolgs, ist er in der Regel einer dabei. Wenn er ins Spiel kommt, können wir eine Karte nachziehen. Das ist super, er ersetzt sich selber, ist dann meistens ein 3-2er, 4-3er Beater mit Island Walk. Auf jeden Fall eine nette Karte, die gespielt werden muss. Ja, das sind die 28 Kreaturen, habe ich euch jetzt vorgestellt. Jetzt kommen wir zu den Artefakten oder den Zaubern eigentlich. Die allerbeste Karte ist hier das Ätherweil. Diese Karte macht das Deck auch eigentlich am teuersten. Die ersten Karten, die Kreaturen, sind gar nicht so teuer. Die kann man auch für, weiß ich nicht, 20, 30 Euro meistens zusammenkriegen auf MKM. Aber Ätherweil ist im Playset halt ein Fuffi ungefähr, kann man sagen. Manchmal ein bisschen weniger. Muss man gucken, ob man ein Schnäppchen macht. Aber die Karte ist einfach mega stark und ihr braucht sie, um Meerfolk zu spielen. Sie hat 2 Vorteile. Erstmal, was kann die Karte? Für 1 Mana, Artefakt. Im Upkeep können wir da immer eine Marke drauflegen. Und wenn wir dann die Ätherweil tappen, können wir eine Kreatur, der Mana-Kosten gleich der Anzahl der Marken ist, ins Spiel bringen. Hat mehrere Vorteile. Erstens, die Kreaturen, die wir damit ins Spiel bringen, können nicht gecountert werden, weil wir die über die Ätherweil ins Spiel bringen und sie nicht eigentlich casten. Also uncounterbare Kreaturen. Ist super. Zweiter geiler Effekt.
Wir können sie als Spontanzauber reinbringen, also zusätzlichen Lord reinbringen, um unsere Kreaturen stärker zu machen, irgendwie in der Angriffsphase, wenn der Gegner blockt oder unvorteilhaft blockt, können wir dann noch was reinbringen. Spontan ist super, wenn der Gegner uns angreift, können wir was spontan reinbringen. Also dieser spontane Effekt ist richtig, richtig gut. Und der dritte Effekt sind tatsächlich drei gute Effekte, ist, wir können da fast alle Werfolgs zwei Mana kosten, das Weil auf zwei Mana lassen. Und dann halt das Mana für andere Sachen benutzen. Entweder spielen wir noch mehr Kreaturen oder spielen halt unsere Zauber. Ihr seht, ich habe auch ein Sideboard eingeblendet, da kommen auch noch mehr Zauber dazu. Also dass wir haben einfach mehr Mana zur Verfügung. Deswegen ist das Ätherweil eine wirklich richtig, richtig starke Karte. Und wenn ihr das mal ausprobiert, könnt ihr am Anfang proxen oder einfach mal testen, werdet ihr sehen, das Ätherweil macht das Deck einfach mega stark oder einfach stärker. Ja, die acht anderen Nicht-Kreaturen-Spells sind Spreading Seas, ist eine Landverzauberung, eine Aura für zwei Mana, können wir eine gegnerische, also im Normalfall ein gegnerisches Land verzaubern, das ist dann eine Insel, also macht dann nicht mehr das Mana, was es eigentlich macht, so können wir den Gegner auch von seinen wichtigen Farben einfach abschneiden und uns eine Karte nachziehen, das ist super. Spreading Seas wird noch besser, wenn wir unsere Mana aber selber ein bisschen verändern, erkläre ich euch gleich, wir behalten im Hinterkopf, wir haben vier Spreading Seas und können damit die Mana-Base des Gegners ein bisschen angreifen. Dann haben wir vier Mana-Lakes, kann man auch im Modern, gerade im Modern, auch andere Spells spielen. Mana-Lake habe ich jetzt aus dem Budget, aus der Budget-Idee einfach mal reingetan. Könnt natürlich auch andere Counter spielen. Für zwei Mana, Counter und Zauber, es sei denn, der Besitzer spielt drei mehr. Ist natürlich super. Gerade wenn wir ein Aetherweil haben, wir kriegen trotzdem unsere Kreaturen ins Spiel, können Druck aufbauen und können uns Mana zum Countern aufhalten. Super starke Kombination. Ja, zu den Ländern muss ich nicht sagen, es sind jetzt in dieser Version 20 Inseln. Aber kurz nach der Deckbewertung werde ich euch dann noch erklären, was ich mir da noch zugedacht habe. Ja, das Budget, also erstmal die Deckstatistik ist halt schon ziemlich stark. Budget, ein Stern. Also ich habe hier dieses Building on a Budget Niveau. Ab 50 Euro gibt es nur einen Stern. Das der kostet über 50 Euro, schon wegen den Aetherwilds auf MKM. Natürlich im Hinterkopf behalten. Für Modern-Verhältnisse ist es preiswert. Für meine BOB. Verhältnis ist es teuer. Synergie, habe ich mal 4 von 5 Sternen gegeben. Klar, hier pusht alles sich, alles ätherweise super. Wir können Counter aufhalten. Es sind alles Lords. Alles pumpt sich gegenseitig. Also super. Es ist nicht die klassische Synergie mit zwei Karten synergieren besonders gut miteinander, sondern einfach alle Kreaturen pumpen sich gegenseitig. Ist halt schon stark. Daraus resultiert auch eine sehr große Kreaturengröße. Wir kriegen halt nicht die Überfettis ins Spiel, wie ein Eldrazi zum Beispiel oder irgendeinen richtigen Finisher. Aber wir kriegen sehr viele Kreaturen sehr schnell ausfällt, die meistens 4-4 oder 5-5 sind. Das ist auf jeden Fall richtig stark. Flexibilität ohne Sideboard jetzt auch nur 3 von 5 Sterne. Klar, wir können countern, können den Gegner von seinem Mana ein bisschen abschneiden mit den Spreading Seas. Das Phantasmal Image lässt uns sonst andere Sachen countern. Ist ganz gut, ist nicht das Flexibilität, ist nicht das vielfältigste Deck. Blablub, ne? Aber es ist trotzdem immer noch. Hat halt, lässt halt Möglichkeiten zum Handeln offen. Tempo, 3 Sterne. Man kann das Deck viel schneller auch spielen, aber es ist nicht das schnellste Aggro-Deck, weil wir ein bisschen langsamer sind. Aber da unsere Kreaturen so stark sind, können wir uns das durchaus erlauben. Jetzt gehe ich kurz über Sideboard und dann zeige ich euch Kartenalternativen. Sideboard ist natürlich jetzt eine gefährliche Sache für mich. Ich kann nicht vorhersehen, gegen welche Decks ihr spielt. Deswegen habe ich jetzt so ein Allrounder-Sideboard gemacht, mit dem ihr am Anfang erstmal rumtesten könnt. Ein paar Counter, viermal Spell, Pierce für ein Mana. Countert einen Nicht-Kreaturen-Spell, es sei denn, der Besitzer bezahlt zwei mehr. Ist auf jeden Fall gut. Negate ebenfalls wieder. Countert einen Nicht-Kreaturen-Spell, ist auch nur dreimal drinne. Kann man auf jeden Fall seine Counter auf jeden Fall aufstocken, falls man das denn dringend benötigt. Zweimal Sower of Temptation ist auch so eine klassische Sideboard-Karte im Modern. Für 4 Mana 2-2 fliegend, wenn er ins Spielfeld betritt, können wir die Kontrolle über eine Kreatur übernehmen, solange der Sower of Temptation im Spiel ist. Das ist gut, da können wir starke Kreaturen beim Gegner wegnehmen, eventuell mit Counter-Backup, gerade sowas wie Negate oder Spellpierce, können wir ihn auch vor Removal beschützen. Auf jeden Fall eine nette Karte. Dann gegen jedes Deck, was irgendwas mit dem Friedhof macht, gibt es ja genug. Gravedigger's Cage oder Gravedigger's Cage für ein Mana ein Artefakt. Kreaturenkarten können nicht das Spielfeld von Friedhöfen oder Bibliotheken betreten. Ist super. Und man kann keine Karten aus dem Friedhof oder aus der Bibliothek mehr spielen. Ja, ist natürlich super gut gegen Kreaturendecks, gegen Kreaturendecks, gegen Decks, die den Friedhof benutzen, braucht man eigentlich auch immer was, natürlich viermal. Ja, das Ganze einfach mit Vapor Snake aufgefüllt, wenn man wirklich Probleme hat gegen wirklich starke Kreaturen, man will schnell Aggro draufhauen, den Gegner was wegbouncen. Vapor Snake super für ein Mana, bounce eine Kreatur zurück auf die Hand ihres Besitzers, der Besitzer verliert noch einen Lebenspunkt. Ist auf jeden Fall eine nette Karte, kann man durchaus spielen. Jetzt die Alternativen, was mir jetzt ein bisschen unter den Fingern brennt. Ich fange jetzt einfach mal rechts an. Tectonic Edge ist eine Karte,
die ich euch empfehlen würde, tut sie einfach viermal rein. Sie macht farbloses Mana. Viele Leute sagen, es kostet alles doppelt blau, ich brauche so viel blaues Mana, will ich nicht spielen, weiß ich nicht. Meiner Meinung nach spielt sie. Probiert es aus. Man kann Tectonic Edge für ein Mana halt tappen, opfern, ein Nicht-Standard-Land zerstören. Man kann das aber erst benutzen, wenn dein Gegner vier oder mehr Länder hat. Das ist gut. Man kann jede Art von Man-Land zerstören oder auch meinetwegen mehrfarbige Länder, sowas wie ein Schock-Dual. Zusammen mit Spreading Seas kann man den Gegner teilweise von einer ganzen Farbe abschneiden, wenn er zwei- oder dreifarbig ist. Es ist einfach gut. Wir haben schließlich das Aetherweil, können damit die Kreaturen spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Und es klappt einfach. Muttervolt würde das Budget natürlich jetzt richtig hochtreiben, ist aber einfach das Manland schlechthin. Wenn wir das nur viermal im Deck haben, für ein Mana können wir es in eine 2-2er-Kreatur verwandeln. Der Vorteil ist, es besitzt alle Kreaturentypen, also auch Mehrvolk. Und meistens kann man diese Muttervolt einfach in eine 4-4er-5-5er-Kreatur verwandeln durch die ganzen Lord-Effekte. Ist richtig gut. Ist aber eine Karte, die ihr euch später besorgen könnt. Die anderen Karten sind natürlich erstmal wichtiger. Aetherweil sicher als wichtigste Karte unter den teuren Karten. Aber später, wenn ihr das Deck mal wirklich spielen wollt, Mutavault ist einfach richtig, richtig stark in dem Deck. Ja, das war's zu dem Modern Building on a Budget Mehrvolk. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Konntet ein bisschen was lernen. Könnt ruhig Kommentare natürlich wie immer da lassen. Ich freue mich immer, wenn hier heiß diskutiert wird unter den Videos. Und ja, wie immer wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.